Level 3. Genau, und weiter geht's. Was das mit dem Multiplikator auf sich hat, habe ich immer noch keine Ahnung. Wir spielen jetzt einfach mal Baseball. Quatsch, Basketball. Was erzähle ich für eine Scheiße? Interessant, da wo das rein soll, da leuchtet es. Faktor 1 soll... Faktor 0... Naja... Mal schauen, ob wir den Highscore knacken hier. Könnt auch gern mal dann in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr das Spiel selbst mal gespielt habt, was euer Highscore ist. Würde mich mal interessieren, wie ich hier dann so abschneide. So. Momentan seht ihr ja oben rechts. Ah. Am meisten Punkte habe ich noch 21. Aber das kriegen wir jetzt noch geknackt, denke ich. Nur das mit dem Faktor verstehe ich noch nicht. Mal einfach. Der Rekord ist geknackt. Das ist schön. Weg. So, 2 Punkte mehr als beim letzten Mal. Belohnungsschrank freigeschaltet. Whee! Glückwunsch. Stasepack. Eintritt schwerelos. Level 4. Wow, wird immer schwerer. Was? Okay. Ob das einen Unterschied macht? Warte. Ach, Leute.
Plop. Minispieler sind Lost Ash. Freigeschaltet. Glückwunsch. Halbleiter Rubin. Fein. Wenn ich das... Eintritt Schwerelosigkeit. Level 6. Wow. Ach nee. Ball, 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 Ball. Da ist Ball. Auf, auf, auf. Ständig, neue Dateien anfangen muss. Fick dich. Wann hab ich das Gefühl, dass das Spiel gut hat? Gibt mir das Spiel die Punkte überhaupt? Ja. Basketballspiel hier ist ein bisschen anders. Aber sollte eigentlich nicht nur das Problem sein. Macht eigentlich trotzdem Spaß. Oh, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn es das Spiel noch mit Mitspielern gibt, dass das ziemlich mies sein würde. Oder auf deiner Seite natürlich ziemlich lustig. Je nachdem, wie das Spiel dann aufgeht oder wie die anderen Spielregeln sind, mit zum Beispiel Tackling oder also Game over. Interessant. Jetzt noch was? Ende der Schwerelosigkeit. Ein Energieknoten. Ui, toll. Eintritt Schwerelosigkeit. Level 7. Level 6. Egal. Das heißt, man kann sich nur noch mal verbessern. Aber bringt das irgendwas?
verstehe immer noch nicht, wofür das Faktor genannt ist. Also irgendwie für das Abwarten ist. Ich habe keine Ahnung, aber es macht Spaß. So, nachdem wir dieses Level dann auch beendet haben, machen wir dann auch mal wirklich weiter mit Hallo mit der Story. Weil nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit Minispiele zocken, nur das hat was, finde ich. Wenn ich so daneben schieße und so. Das hat was. Ah, die Runde wird schlechter, sehe ich schon. Also meine Bestzahl wird wahrscheinlich bei 30 bleiben. Ja, sehr wahrscheinlich. Game over. Spiel zu Ende. Kriege ich noch eine Belohnung? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ende der Schwerelosigkeit. Ja, wahrscheinlich was weiß ich, wie viele Punkte haben. Könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie gesagt, wie viele Punkte ihr eingesammelt habt. Ja. Und mal schauen, ob uns jemand erwartet. Das war doch irgendwie schon zu offensichtlich, Leute, oder? Uns muss ja jemand beglückwünschen. Dafür, dass wir so wunderbar gespielt haben. Noch einer? Ja. Ich gehe nur mal eben zurück. Weil eigentlich sollen wir ja auch hier hoch. Ist hier überhaupt Speicher? Was? Leute, ich will speichern. Was ist los mit euch? Jetzt darf ich hier erstmal wieder aufräumen. Super. Aber irgendwie war das doch offensichtlich, ne? Wieder mal. Ja, Twinkle, Twinkle, Little Star, how I wonder what you are. Ne, where you are, ne? So geht das ja. Für den Fall. Ich finde das Lied ganz schön, muss ich sagen. So, jetzt verkaufen wir mal wieder den ganzen Schrank, den wir nicht benötigen. Und dann schaue ich eben mal nach, wie viel der neue hat. 60k. Schaue ich mal, ob wir überhaupt darauf kommen können. Entscheide ich mal, dass wir das nicht brauchen. Das auch nicht. Ich glaube, es reicht noch nicht, ne? Ah, shit. Obwohl. Reicht es, wenn... Strahlkanone? Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Dead Space. Mal schauen, ob ich das mache.